Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Steine ist mal wieder am Start mit einer kleinen Spiegelreflexbrille. Ihr werdet es wahrscheinlich ein bisschen schallen hören. Und zwar ist mein Wohnzimmer ein bisschen leer. Achso, willkommen bei Let's Play Randomness irgendwas. Mein Wohnzimmer ist ziemlich leer, weil ich jetzt schon am Schnauzeschweißspiel und Schnauzekatzen. Weil ich schon ein bisschen am... Ach du Scheiße, ey. Ich bin vollkommen fertig, Leute. Weil ich schon ein bisschen aufgeräumt, umgeräumt habe, weggeräumt habe. Wegen Umzug. Aber leider ziehe ich nicht nach Bayern um, das hat sich erledigt, sondern zu meiner Schwester nach Helsen. Und werde da erstmal eine Weile überpennen. Bis ich was Vernünftiges gefunden habe. So, wir gehen jetzt erstmal hier wieder Spiele für Mädchen. Achso, wundervolle Seite hier 323 321 spielen.de. Und man hat mir gesagt, das ist ein schönes Format, also werde ich diesen Bullshit hier weiterführen. Heute spielen wir Wings Club, World of Wings. Auch hier wieder ein schwarzer Bildschirm zu sehen, ist ganz klar. Und ihr könnt das gerade nicht hören, aber es ist eine coole Mucke. Fortsetzen. So, will ich das doch. Ach du Scheiße. Nee, das gefällt mir nicht so ganz. Ach, wir können es noch so machen. Okay, gut, dann belassen wir es bei 120 und drücken Play. Boah, jetzt können wir uns einen der sexy Girls hier aussuchen. Ich finde die hier mit eigentlich so am komischsten, hier diese aufgeblasenen Lippen hier, ey. Welches nehmen wir denn jetzt? Wer ist denn hier am sexiesten hier? Wer strahlt ja meistens Sexappeal aus? Die Blonde, das ist so eine Schlampe hier, das ist irgendwie so eine aufgebrettelte Tussi. Komm, wir nennen dieses komische, braune Japano-Schlampending hier, komm! Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Charmix Enchantix. Choose your out. Achso. Oh, so eine Special-Ausrüstung. Komm, Special. Komm, ich bin fair. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Oh, mein Zeiger glitzert. Muss ich mich bewegen? Oh ja! Yeah. Cool, aha. Hier kann ich auch mitgehen, okay. Wir laufen weiter. Oh, ich muss springen! Oh, Alter, das war viel zu schwierig. What the fuck? Ich schaff's! Some spells let you summon object to health. Help. Try submersion and an object top of that Good job, now click anywhere to cast a spell.
Ja. Was soll ich jetzt hier machen? Ich finde diese Kinder so gruselig hier unten. Da! Was? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Stella has lost her magic ring. Explore Elphia to the School of Magic and use spell to find it. Collect charms for bonus points. Find the way past any obstacles in your way. Wir springen mal in den Tod. Ich drück grad hier wild auf den Tasten ein, um zu gucken, ob irgendwas passiert. Es passiert nix. Stirb, komisches. Ich hab keine Ahnung. Wir gehen mal. Alter, sag. Ey, leck mich am Arsch. Ich will da rein. Da komm ich nicht rein. Weißt du was, ich kann auch hier mit bewegen, das macht ja viel mehr Sinn. Ich bin zu blöd für das Spiel. Das ist ja blöd. Oh! Interessant. Wir können fliegen. Flieg, kleines Vieh. Flieg. Also, da gibt das alles gar keinen Sinn. Was? Oh, die Kamera ist ja fast leer. Ist ja unglaublich. Platz! Wir sind tot. Ein tragischer Unfall in einer Elfenwelt. Ein armes kleines Mädchen ist auf der Suche nach dem Weg in die Tiefe gestürzt. Es hat keinen Ausweg gefunden. Das war, Alter, das hat sich angehört, als wenn es Minecraft war. Flieg, kleines Fräulein, flieg! Scheiße, kein Bud Spencer Spiel vor allem. Kein Bud Spencer Spiel dabei ist, ey. Ihr habt Bock auf ein Bud Spencer Spiel. Stirb, 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 stirb. Aber ihr könnt die ganzen Geräusche nicht. Oh Mann, Alter. Ich spiel, ey, wir haben 23 Uhr und ich spiel ein verficktes Mädchenspiel, Alter. Was soll das?
Vor allem, dann will ich jetzt gleich nochmal eine Runde Battlefield zocken. Ich bin echt scheiße müde. Jetzt kann ich fliegen. Weil das vorher keinen Sinn gemacht hätte, wenn ich fliegen könnte. Halt, ich muss hier rein. Bullshit of the motherfucking height. Ich kann nur fliegen, wenn ich eine komische... Aha! Ich kann nur fliegen, wenn ich komisches Ding anberühre. Weil Feuer machen, die wirklich überhaupt keinen Sinn. Hihihi. Ach du Scheiße. Okay. Immerhin darf ich das nachher mit ein bisschen Männlichkeit ausgleichen und Battlefield spielen. Weil normalerweise müsste ich jetzt eigentlich Naruto und Viva Pinata aufnehmen. Aber Naruto nehme ich immer eine Stunde und Pinata zwei Stunden auf. Und ich habe dazu jetzt echt gerade null Bock, Alter. Wirklich. Ich bin gerade null Begeisterung dafür. Weil ich echt viel zu müde dafür bin gerade. Und daher gibt's für euch dieses pure Männlichkeits-Testosteron. Also Testschule-mäßig Spiel für euch. Und naja, etwas langweiligeres, halt etwas beruhigenderes, und zwar Battlefield dann. Ich habe mir auch Titanfall jetzt für die 360 bestellt, um einfach Titanfall zocken zu können. Und ihr könnt glauben, dass es davon haufenweise Videos auf jeden Fall geben wird. Das könnt ihr euch vorstellen. Weißt du was? Wir spielen was anderes. Ich will zurück. Hör auf. Nein. Komm, wir nehmen was anderes. Das ist jetzt echt zu bescheuert. Okay. Prinzessin Cutie. Ja, My Little Pony werden wir auch irgendwann spielen. Aber nicht mehr in diesem Leben. Prost! Ich sehe auch sehr gut aus, ey. Shit. Okay. Diddy Games! Da habt das. Ich sollte dafür Geld verlangen. Ich mache jetzt schließlich ordentlich Werbung für die Leute. Ist jetzt auch zur Zeit ein hart umkämpftes Thema, ne? Irgendwie hat bei Titi da irgendwas gemacht, was nicht so ganz. Bei Titi hat er irgendwas gemacht, was nicht so ganz korrektal war. Ich versuche jetzt mal so eine typische, spezielle... Ihr wisst, was ich meine gerade. So ein typisches, Special Girl davon. Nee. Ich glaube doch, mit dem hier sind wir dabei ganz gut bedient. Bei der Form, wenn ihr versteht, was ich jetzt meine. Und was haben wir noch? Gucken wir uns das erste Mal hier an. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Viel zum Ausziehen halt dafür gewesen, halt, ne, für diese Sache. Also einmal Knöpfe und hier muss man mit dem Messer durch. Das ist eigentlich ganz praktisch da. Nee. Das könnte hinhauen. Oh, das ist perfekt. Das ist so ein typisches Outfit. Das ist sehr gut. Genial. Das ist perfekt. Nee, das ist zu viel. Das ist nicht typisch Peep Girl-like. Passt aber nicht ganz zum Outfit. Das könnte hinhauen. Oh, Sneaker. Das hier sind so, das ist eher so eins von, auch von der Filmreihe, aber da gibt's meistens mit Superheldinnen und sowas, die total stark sind und dann irgendwie von einem Dämon aufs Maul kriegen und dann ordentlich
Naja, das könnte auch hinhauen, aber ich glaube, wenn wir dieses typische nehmen wollen, nehmen wir am besten wirklich das hier, würde ich sagen. Ja, perfekt. Nein. Und das hier. Das ist so das typische. Fuck, wie nenne ich das Video denn? Eigentlich das Wort. Ich weiß, ob ich das Wort hier reinschreiben darf, dann. Aha. Ja. Die passen dazu schon eher. Ja, nehmen wir mal das hier. Geht nicht weiter. Okay. Was haben wir denn noch alles? Ach, hier hatten wir gerade ein Krönchen auf. Nee, das passt mal gar nicht. Das sieht doch sehr gut dazu aus. Schönes Kettchen. Ich glaube, was Dezentes hier. So, perfekt. Ach, eine Eisenbrechstange haben wir auch hier. Schön. Nee, unsere Tante mag sehr. So. Jetzt passen die Haare nicht mehr so ganz, ne? Nee, das muss was. Entweder sowas. Ah, na ja. Hätte mir sowas Bläuliches hätte ich mir jetzt eher gewünscht dafür. Aber ich glaube, von der Haarfrisur her ist es eigentlich meistens eher so. Frag mich nicht, woher ich das kenne. Ich weiß es einfach. Ah, schön. Und weiter. Okay, das lassen wir. Komm, ich will jetzt auch mal. Also wir haben hier genug weibliche Spiele, die wir noch spielen können. Ich will jetzt mal. Können wir das mal ein lustiges Spiel machen? Artillery Rush, Crash the Castle. Ach komm, lass uns mal so. Oh nein, aber Pinguine von Madagaskar. Scheiße. Na, ja, lass uns doch das hier spielen. Das ist ja hier so angry. Ernsthaft. Angry Brain. Einfallsloses Arschloch, du. Fortsetzen! Play. So gut. Achso, so good. Ach, wie süß ein Spidey. Ist ja knuffig. Simply the best games. Just for you. Ja, leider ist es. Das ist auch ein super Thema. Ich glaube, das werde ich mit dem da besprechen mal, während wir Battlefield spielen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, was dazu passt. Play! For a better experience, try the game. Try the game in full screen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn im Fullscreen? Vor allem, er muss einfach sagen, ja, okay, gut. Continue, komm. Level 1. Ah! Was ist passiert? Ich habe nichts gemacht. Okay, wir haben hier so einen Angry Birds Scheiß. Ich habe noch nie Angry Birds gespielt. Das ist meine geschmolzene Scheiße! Ich bin fast beeindruckt. Okay. Wir müssen vielleicht so ein bisschen. Perfekt! Nein! Komm! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Boom! Hör's! Ihr könnt leider die Geräusche nicht alle hören. Das ist scheiße. Ich muss mir da vielleicht mal was anderes überlegen. Weiter mal. Ja, das ist ja easy.
Das geht gar nicht. Friss mal deine schmerzende Scheiße! Bonjour! Ho, ho. Genau diese Geräusche kommen da gerade. Ich verarsche jetzt echt nicht, das ist. Alter! Ich hätte gerne mal einen großen grünen Klumpen. Okay. Für die Junga? Alter, willst du mich jetzt rollen? Ja. Komm noch ein Stück. Okay, er muss richten. Okay. Wir haben nur noch eine Figur. Reiß es! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm! Fick dich. Ach, jetzt ist er nicht kaputt. Arschloch. Ja, die Viecher wollen doch gerade nicht richtig fliegen. So. Oh, das war gut. Ah! Nicht gereicht. Um ihn anzufraggen. Ja, weiter geht's. Los. Ist natürlich da ein bisschen. Was soll denn das? Alter, wo willst du denn hin? Scheißteil. Das ist so lame. Ja, ja, komm, 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 komm schon. Komm! Noch einer, komm schon, 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 beweg dich! Beweg dich! Beweg dich! Er bewegt sich nicht. Ja! Das ist der Alter, sonst kriegst du nichts hin, Punkt. Ja, das liegt doch jetzt mal besser. So, weg da. Das fällt runter. Macht keine Punkte, perfekt. Oh, das kippt noch. Das sieht noch aus, wenn es noch kippen würde. Ja, komm. Komm, da hält doch nichts mehr. Danke. Hab doch. Was? Was zum Fick? Scheiß, Alter. Okay. Ja. Hat der mal jetzt gar nichts gebracht. Scheiß, Alter. Ja, wenn es mal richtig machen würde. Alter, das fliegt viel zu weit, Digga. Was ist das für ein scheiß Teil, Alter? Mit dem ich noch nichts gerotzt, Alter. Den hat er auch noch berührt. Komm, 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 fei, 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 fei. Ja!
Geschafft, Alter. Beste. Das ist schon gut angefragt hier. Ja, erwischt. Oh, der muss mehrmal getroffen. Oh, jetzt habe ich mir natürlich schöne Falle gestellt hier. Fuck it. Fuck. Das Ding ist voll im Wege, Alter. Endlich! Ich hatte mal was gerissen, das Scheiße hier. Geht doch. Tada. Aha. Alles soll noch rutschen. Noch ein bisschen rutschen. Okay. Keine Ahnung, wie sich das noch hält hier. Komm, rutsch! Das muss doch runterfallen! Ey, komm! Jetzt sind die so geschützt, ey. Wie soll ich denn das hier mit schaffen, ey? Volle Kanone rein! Fuck! Und der kippt noch. Ha! Na los, komm! Mach hin! Was heißt noch 8? Hat neu gebracht. Scheiße. Willst du mich rollen? Oh, das ist gut, das Alter. Rutsch. Alter, wie soll das denn funktionieren? Alter! Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber er hat irgendwas gerissen. Aber auch nur einen. Von was wird er denn bitte schön beschützt, ey? Es ist doch kein Sinn. Ficken, Alter. Eifersuch noch. Tja! Es hat funktioniert. So knapp war das. Alter! Alter, wie soll ich denn jetzt beide erwischen, Alter? War zu wenig. Okay, wir belassen es jetzt dabei, würde ich sagen. Es reicht. Tja, wie immer geht hier auf 3:1 spiele.de. Da habt ihr mehr. Tut mir leid, ich bin wirklich heute ein bisschen echt müde drauf. Es ist nicht gerade heute mein Tag jetzt, so, um sowas eigentlich zu machen. Aber wie gesagt, ich will euch halt auch ein Video geben. Auch 2 Stück.
Ich hoffe, dass ich morgen mehr ein bisschen mehr Zeit habe. Auch Mittwoch habe ich eigentlich auch nicht so viel Zeit, weil dann zwei Leute mit mir auch nochmal Aufnahme machen wollen. Oh, es wird wieder so ein bisschen stressiger. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Wie immer, schrottet alles in die Kommentare und versucht mal meinen Lebensbalken ein bisschen in die Höhe zu treiben. Das wäre voll nice von euch. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!